Wertes Präsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe CSU, ich weiß, es ist schon Wahlkampf, aber geht es auch etwas weniger melodramatisch? Ich gebe Ihnen bei der Gefahr einer Planwirtschaft ja durchaus recht, oder um bei der Wahrheit zu bleiben, genau genommen geben Sie uns heute hier ja recht. Denn ich kann die Gelegenheiten nicht mehr zählen, bei denen die AfD-Fraktion vor einer Entwicklung zur Planwirtschaft gewarnt hat. Genauso wenig kann ich zählen, wie oft Sie, werte CSU, sich darüber lustig gemacht haben, wie Sie alle Bedenken beiseite gewischt haben oder wie Sie es als rechte Hetze und Panikmache abgetan haben. Aber was dachten Sie über die Agenda der Linksgrünen? Haben Sie geglaubt, dass deren Wahlprogramm nur heiße Luft sei, so wie Ihres? Oder dass es nicht so schlimm kommen werde? Oder dass die nur blaffen dort? Dass keiner so dumm sein könne, die Kernenergie wirklich abzuschalten, die Autoindustrie zu zerstören oder die Grenzen für alles und jeden einfach zu öffnen? Sehen Sie jetzt wenigstens klar? Wir warnen seit nunmehr einem Jahrzehnt, dass genau das alles geschehen wird. Und es geschieht gerade. Und dabei muss uns doch klar sein, es ist erst der Anfang. An dieser Stelle möchte ich festhalten, ja, die Ampel ist die schlechteste Bundesregierung, die wir je hatten. Aber zur Wahrheit gehört auch, es gibt kaum Unterschiede zu 16 Jahren Merkel-Regierung. Grenzenlose Migration, schwindende Energiesicherheit, Verschuldung, Inflation, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, Niedergang des Gesundheitswesens und der krankhafte Klimawahn. All das wurde mit CSU-Beteiligung unter der Regierung Merkel vorangetrieben. Und nun stellen Sie sich hierher und waschen Ihre Hände in Unschuld. Ja, wer soll Ihnen das denn bitte abkaufen? Aber ich denke, für so manches hat sogar der CSU die Fantasie gefehlt. Sowas können sich nur waschechte Sozialisten ausdenken. Und da kommen dann die verehrten Damen und Herren und diversen von Grünen und SPD ins Spiel. Zum Beispiel dem Werbeverbot für Süßigkeiten, dem kommenden Verbot von Gas- und Ölheizungen, dem kommenden Verbot von Autos mit Verbrennermotor und der Einführung von Insekten als menschlicher Nahrung. Im Namen des Klimaschutzes ist dieser Tage leider alles möglich. Und wer daran Kritik äußert, der wird von der Propagandaabteilung der Regierung, also von den Öffentlich-Rechtlichen, grüß Gott, gecancelt. Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Dabei hätten Sie das verhindern können, werte CSU. Sie hätten die Wahl doch gewinnen können. Olaf Scholz konnte nur Kanzler werden, weil König Markus, ja, wo ist er denn? Weil König Markus unbedingt zum Kaiser in Berlin werden wollte und deshalb bei jeder Gelegenheit gegen Armin Laschet austeilte. Und jene CSUler unter Ihnen, die noch selbstständig denken können, die wissen, dass sie zur nächsten Bundestagswahl dann erneut als Steigbügelhalter für Herrn Söders Kanzleramtsträume herhalten müssen. Gestehen Sie es sich endlich ein. Dieser Mann hat für sein persönliches Fortkommen die CSU vollständig ihrer Werte beraubt. Und Sie alle hier haben dabei brav den Grüß August gemimt. Ich wünsche mir aufrichtig, dass diese Debatte hier und heute nicht nur ein Theater wäre. Ich wünsche mir, dass Sie sich wieder auf Ihre konservativen Wurzeln besinnen und dafür auch eintreten. Bayern und Deutschland brauchen jeden Einzelnen, der noch einen Rest Vaterlands- und Freiheitsliebe in sich trägt, um gemeinsam die Krankheit zu bekämpfen, die unser Land befallen hat, den erneut wuchernden Sozialismus, der diesmal im grünen Gewand zu uns kommt. Wachen Sie bitte endlich auf, auch in Ihrem Handeln, denn sonst wird es bald zu spät sein. Aber ich mache mir da relativ wenig vor. Die CSU hatte ihre Chance zur Rückbesinnung auf ihre Wurzeln. Spätestens mit Markus Söder aber
ja, ist er denn immer noch nicht da, ist diese Partei aber Teil des linksgrünen Kartells geworden. Und heute gibt es in Bayern sowie im übrigen Deutschland nur noch eine einzige konservative Kraft. Und das sind wir. Das ist die Alternative für Deutschland. Herr Kollege,